Fertig. Du willst Gitarre lernen von Anfang an? Oder vielleicht hast du schon angefangen, aber es klappt nicht so richtig und du bist unzufrieden? Au. Dann bleib dran, hör gut zu, ich habe da eventuell genau das Richtige für dich. Nämlich 10 besondere Lektionen zum Gitarre lernen. Und natürlich kostenlos, das ist ja nämlich keine Verkaufswerbung. Und warum besonders? Dazu komme ich gleich. Mach dir aber bitte keine Illusion, nach den 10 Lektionen bist du immer noch Gitarrenanfänger. Weil, um Gitarre so spielen zu können, damit du selbst auch zufrieden mit deinem Spiel bist, braucht es schon noch ein paar Lektionen mehr. Du lernst hier grundlegende Akkorde, ein paar einfache Begleitanschläge und wie du das Ganze sinnvoll übst und in Liedern umsetzt. Und wer diese Anfänge dann beherrscht, der kann nicht nur schon einige Lieder auf der Gitarre spielen, sondern ist auch absolut in der Lage, sich weiterführende Akkorde und schwierige Begleittechniken anhand der unzähligen Songtutorials hier auf YouTube selbst beizubringen. So, und warum denn jetzt besonders? Es ist ja nicht einfach nur ein Anfängerkurs. Da hatte ich eine ganz andere Idee. Ich selbst lerne in diesem Kurs für Anfänger mit dir gemeinsam auch nochmal Gitarre. Allerdings als Pseudo-Rechtshänder. Vielleicht ist es dir ja schon aufgefallen. Und wer meine Videos kennt, der sollte das schon längst bemerkt haben. Nämlich, ich bin Linkshänder und halte deshalb meine Linkshänder-Gitarren dementsprechend anders herum als die meisten meiner Kollegen hier. Um das dann überhaupt angehen zu können, habe ich mir erstmal eine Rechtshänder-Gitarre angeschafft. Also weder Kosten noch Mühen gescheut. Wow! Mit dieser Rechtshänder-Gitarre habe ich dann 10 Videos gemacht, daher auch der Titel 10 Lektionen zum Gitarrelernen. Die ersten 9 davon als eine Art Vlog, bei dem ich zuerst erkläre, um was es überhaupt geht, also welcher Akkord gelernt wird, erkläre, wie er dann gegriffen wird, den Anschlag dazu, wie du das dann sinnvoll üben kannst und dann natürlich die Lieder dazu, die ich erkläre und auch selbst spiele. Und dann habe ich mich noch bei jeder meiner Übungssessions gefilmt. Aber keine Angst, das sind jetzt keine stundenlangen Videos, denn jedes Video ist dann ein Zusammenschnitt einer Übungswoche und enthält jeweils eine Lektion. Alle 9 dieser Vlog-Videos und noch ein F-Dur-Special-Video habe ich dann in eine Playlist gepackt mit dem Titel 10 Lektionen zum Gitarrelernen für Anfänger. Diese Playlist verlinke ich dir in der Videobeschreibung und der Link sollte jetzt auch hier oben erscheinen. Sinn und Zweck dieser Aktion war und ist es, dir als Gitarrenanfänger die Möglichkeit zu geben, mit mir gemeinsam Gitarre zu lernen. Da ich ja genau weiß, was zu tun ist, erkläre ich natürlich auch die einzelnen Schritte und auf was du genau achten solltest. Außerdem hast du da auch gleich deine Anleitung, wie du das Gelernte übungstechnisch umsetzen kannst und sollst. Yeah! Wer jetzt allerdings denkt, dass es deshalb ja einfach für mich ist, Gitarre nochmal zu lernen, den muss ich leider enttäuschen. Ich hatte es zwar auch ein wenig gehofft, aber eigentlich war es klar, denn das Wissen, das ja gar nicht mal so viel ist beim Gitarrelernen und schon gar nicht für einen Anfänger, das ist nicht der Knackpunkt. Erstmal müssen die Finger das machen, was ihnen quasi befohlen wird. Und da habe ich bei komplett null angefangen und bei jedem neuen Akkord wieder. Und genau so war es dann auch bei den Akkordwechsel. Die musste ich genauso trainieren wie jeder andere auch. Im ersten Video lerne ich, und hoffentlich auch du gleich, die ersten Akkorde. G-Dur, eine vereinfachte Version allerdings, und D-Dur. Einen einfachen Anschlag dazu, ein paar Wechselübungen und auch das erste Lied. Damit jeder was zum Nachlesen hat, also was Schriftliches hat, richte ich mich in meinen Lektionen nach dem Gitarrenbuch von Peter Busch. Sieht man es hier? Ja. Verlinke ich dir auch in der Videobeschreibung. Warum gerade dieses Buch? Ich hätte auch irgendein anderes Buch nehmen können. Ich habe das Busch-Buch genommen, weil ich ebenfalls mit dem Peter Busch Gitarrenbuch Ende der 70er Jahre angefangen habe, Gitarre zu lernen. Und da fand ich die Idee ganz hübsch, das jetzt hier wieder zu tun. Mit einer neuen Auflage allerdings, damit du dir das Buch auch zulegen kannst.
Im zweiten Video kommt dann schon der nächste Akkord, nämlich A-Dur. Erster Finger auf den zweiten Bund der D-Seite. Zweiter Finger auf den zweiten. Die üblichen Wechselübungen. Und das nächste Lied, Get Back von den Beatles. Im dritten Video festigen wir dann das bisher Gelernte mit drei neuen Liedern. Ich lachte, ja, mit dem Wieso klingt das so sch**te? Im vierten Video dann der Akkord E-Dur und neben den Wechselübungen dann auch noch zwei Lieder. Im fünften Video keine neuen Akkorde, hier ist nämlich mal die Anschlagshand dran. Wir lernen die Bassbegleitung. Und damit begleiten wir dann den Klassiker Blowing in the Wind. Video Nummer 6 habe ich dann schon die ersten Selbstzweifel. Also langsam glaube ich ja, dass es mit den 10 Minuten am Anfang zwar richtig ist und auch gut klappt und auch gar nicht länger geht, weil die Finger hier das gar nicht so wirklich mitmachen. Aber auf die Dauer, jetzt nach ein paar Wochen, wird es dann doch ein bisschen wenig. Also ich merke dann kaum noch eine Veränderung von einem Tag zum anderen. Ich bin nämlich auch ungeduldig und mir geht das alles nicht schnell genug, wie ich das lerne. Und mir wird da auch zum ersten Mal so richtig bewusst, wie anstrengend es ist, Gitarre zu lernen und dann auch ständig dran zu bleiben. Ein neuer Akkord wird trotzdem gelernt, das B7. Und außerdem wird immer wieder das bisher Gelernte wiederholt und, wie es sich gehört, ein neues Lied dazu. Im siebten Video dann nochmal G-Dur. Diesmal aber das große G, also nicht die vereinfachte Version aus der ersten Lektion. Ein neuer Anschlag und ein Lied. Sloop John B. In der Lektion Nummer 8 dann Mollakkorde, nämlich E-Moll. Beim E-Moll greifst du mit dem zweiten Finger auf den zweiten Bund der A-Seite und mit dem dritten Finger, also dem Ringfinger, auf den zweiten Bund der D-Seite und A-Moll. Zeigefinger, erster Bund B-Seite, Mittelfinger, zweiter Bund D-Seite und der Song Lady in Black und noch zwei weitere Lieder. Lektion Nummer 9 mit C-Dur. Der Ringfinger auf dem dritten Bund der A-Seite, der Mittelfinger auf dem zweiten Bund der D-Seite und der Zeigefinger auf dem ersten Bund der B-Seite. Und dem wunderbaren Song What's Up von den Four Non Blondes. Als Schlusspunkt Video Nummer 10, ein F-Dur-Special, in dem ich dir genauestens erkläre, auf was du beim F-Dur achten solltest. Drückst dann mit dem gestreckten Zeigefinger alle Saiten des ersten Bundes. Und wie geht es weiter? Also mit dieser Videoreihe und vor allem mit meinem Rechtshänder-Experiment
war dann erstmal Schluss. Der Hauptauslöser war, dass ich Probleme bekam mit meiner linken Hand. Also durch das Greifen hatte sich ja Hornhaut gebildet an meiner linken Hand, wie es sich ja eigentlich auch gehört. Nur im echten Gitarrenleben, da ist ja die linke Hand meine Schlag- und Zupfhand. Und beim Zupfen wurde die Hornhaut an den Fingern immer mehr zum Fiasko. Nämlich eine gewisse Taubheit in den Fingerkuppen, die man im Alltag jetzt nicht unbedingt merkt, also zumindest stört sie da nicht. Und dann hatte ich immer öfter das Gefühl, ich bleibe an der Haut hängen. Hornhaut habe ich ja schon mein Leben lang an der rechten Hand, ja, aber das hat mich noch nie gestört. Aber jetzt an der linken Hand fürs Fingerpicking, das geht gar nicht. Und für dich gibt es auf meinem Kanal viele andere und wunderbare Anfängervideos, also vor allem Songtutorials, die du mit dem Können nach diesen 10 Lektionen beruhigt angehen kannst. Du musst es nur machen. So, und jetzt bist du dran. Starte gleich heute mit deiner ersten Lektion. Wir sehen uns dort.